Herzlich willkommen zum zu den Camp-Abschluss-Sessions. Zweiter Tag. Also wir hatten gestern den ersten Abend und wir werden euch heute drei neue Performances präsentieren. Wir wollen es nicht allzu lang machen mit der Eröffnungsrede. Wir fangen mal an, uns zu bedanken bei denjenigen, die uns natürlich da tatkräftig unterstützt haben, damit wir das Projekt hier machen können. Wir sind ja hier eine ganze Woche und da fange ich mal an mit der BW-Stiftung, die auch die Ausstellung mitfinanziert haben. Dann natürlich das Kulturamt Stuttgart, das uns schon seit fast 20 Jahren immer wieder unterstützt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Menschen, wie zum Beispiel die Silvia vom Wagenhallen Kunst e.V., also der ganze Kunstverein, der uns hier eingeladen hat, in diesem Raum eine ganze Woche lang zu arbeiten. Dann, wen können wir denn noch? An wen? Ah, gut. Also wir können uns auch selber danken, dass wir seit 20 Jahren mitten der Thomas, der Stefan, der steht hier zu meiner Linken, zu ihrer Rechten mit der Kamera, und der Martin Mangold, der steht auch irgendwo in der Menge. Und wir sind ja, ja, vielen Dank, es kommen noch ein paar Leute, aber nicht mehr viele, weil ein Verein, den wir ja haben seit ungefähr 17 Jahren, ein Verein braucht mindestens 7 Mitglieder, und wir haben eben noch 3 Mitglieder, die jetzt sozusagen eher so in der zweiten Reihe, aber nicht weniger wichtig, und ganz besonders hervorheben möchte ich da die Birgit Rieger. Die macht uns die ganzen Grafiken und die Webseite. Ja, wir machen das ja seit geraumer Zeit, und es ist natürlich immer wieder auch, sag mal, zumindest stellenweise, zeitweise auch mühsam, aber da wir eben so ein tolles Team sind, das kann man wirklich, kann ich guten Gewissens sagen, wenn einer mal einen Hänger hat, dann ist der andere da und motiviert wieder. Also es funktioniert bei uns wunderbar, und wir haben ja auch dieses sozusagen dieses Denken und Arbeiten im Team auf unsere künstlerische Arbeit übertragen und arbeiten ja hier auch zwar in einem großen Kollektiv alle zusammen, also wir machen auch immer wieder Aktionen alle zusammen jeden Tag, zum Beispiel morgens, vormittags nach dem Frühstück treffen wir uns hier und machen erstmal eine kleine Aufwärmrunde. Das kann entweder von einer Tänzerin geleitete kleine Gymnastik, Warm-up, Pilates oder Yoga-Runde sein, oder ein dirigiertes Vokal, spontan Improvisation im Kreis rum und so weiter. Also, aber die eigentliche Arbeit dann funktioniert in kleinen Teams, und diese Teams setzen sich eben aus den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und vielleicht hast du Lust, die Teams mal heute vorzulesen, dann sind wir zum einen, haben wir dann gleich das Programm sozusagen mit den jeweiligen Konstellationen, aber wir haben auch nochmal alle Künstlerinnen und Künstler genannt, und bei denen möchten wir uns natürlich auch ganz besonders bedanken, dass die unserem Einladung gefolgt sind und jetzt hier sind. Vielen Dank. Thanks to the artists. Ja, ich würde gerne nochmal betonen, dass vor dem Hintergrund der Corona-Krise so ein Projekt mit so einer Gemeinschaft nochmal, glaube ich, für alle Beteiligten eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, weil viele von uns Künstler eigentlich fast schon seit 1,5 Jahren meistens alleine arbeiten, und wir mussten es ja auch ein Jahr verschieben wegen Corona, und für mich hat diese Woche auch nochmal wirklich gezeigt, was Teamarbeit bedeutet, also in so einer Gemeinschaft, wo alle gleichberechtigt sind und gleichberechtigt an den Projekten mitarbeiten. Also es gibt keine Direktoren, es gibt keine Choreografen oder Dramaturgen, sondern wir müssen das uns alles selbstständig erarbeiten, und das ist schon was Tolles. Moment.
wir das gestern nicht gemacht haben, wiederhole ich nochmal ganz schnell. Gestern hatten wir ein schönes Quartett mit der Nina Plante-Weff am Tanz, Alex Akwete am Tanz, Lea Brugnoli an den Visuals und mir an der Gitarre. Dann hatten wir ein Trio mit der Performance-Künstlerin Jadana Win, dem Gitarristen Dmitrio Radetzky an der Gitarre und Frieden am Cello. Abschließend hatten wir dann ein schönes Quintett mit Sascha Bank an den Live-Paintings, Timo Dufner an den Visuals und Sound, Monika Roscher an der elektrischen Gitarre, Jaap Blonk an der Stimme und Johnny König am Schlagzeug. Heute starten wir jetzt genau hier mit der Performance Cube, mit Nina Plante-Weff am Tanz, Sascha Bank an den Live-Paintings, Dmitrio Radetzky an der Gitarre und Jonathan König an den Drums. Dann geht es da hinten weiter mit der Performance Wood, mit Alex Akwete, Tanz, Lea Brugnoli, Visuals, Monika Roscher an der Gitarre, Frieden am Cello und Volker Illy an den Skulpturen. Abschließend gibt es dann hier die Performance Red, sieht man schon, mit Jadana Win, Performance, Timo Dufner, Visuals, Jaap Blonk, Voice, Electronics und Thomas Maus, also Gitarre. Ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß.
Thank you.
new old friend. It's in late pop, of course. It is a speed. The speed cause beats it. It's a new fans. This in making art and pop. Advance this speak of public in this fight. Make up new and speak again. Ganz normal, ja, ja, ja. Mein Mann, wenn ein neuer Roy, also,
Yeah, guys,
Thank you.
Solo per te adoro. Me ne mbe, e io bea. Me no di bendu. Gay di guga ore. Nuk no. A che look at te, ti e mef mef. Sbena go go duty go galio e asla. Hey, a che look at te, ti e mef Sbena go ga hilia. Ishla. Also wenn man hier Zugabe schreibt, das ist so ähnlich, wie wenn man im Kino Zugabe schreibt. Das geht einfach nicht. Also vielen Dank fürs Kommen. Hey, super. Ich würde jetzt gerne mal alle Künstler auf die Bühne bitten. All artists on the stage, please. I feel so alone. Ja, wir würden jetzt gerne auch mit Stefan Hartmeier und mit Martin Mangold bitten, auf die Bühne. Dann würde ich ganz gerne den Hannes und seine Technik auf die Bühne bitten.
würde ich ganz den Pascal, unseren Koch. Und die Wendy, wenn die hier ist. Und die Silvia, wenn sie hier ist. Und dann noch das Team von der Stream-Abteilung, Jonas und Daniel. Wir können noch 20 Jahre so weiter wurschteln. Ja, war ein sehr schöner Abend.